Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem Video. Wie einige schon bemerkt haben, ich war jetzt in den letzten Tagen, letzten Monaten, sehr lange Monate, sehr, sehr lange inaktiv. Es lag daran, ich war, wie einige wissen, in den USA, habe in den ersten Wochen, vielleicht auch Monaten, noch Videos gemacht. Jedoch konnte ich, meine Lage hat sich geändert und konnte danach leider nicht mehr Videos hochladen, und das lag einfach daran, dass ich ab dem Zeitpunkt leider kein Video oder kein richtiges Internet mehr hatte. Oder kein, was heißt kein richtig, kein gutes, womit man Videos hochladen kann. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich keine Videos machen und musste inaktiv sein. Jetzt bin ich aber schon wieder seit, na, vielleicht seit Anfang Juni, Mitte Juni, bin ich schon wieder da. Und bin seitdem trotzdem inaktiv. Ferien sind jetzt schon für mich wieder vorbei. Ich bin jetzt wieder seit 2 Tagen in der Schule. Jedoch habe ich einfach nicht wirklich Lust einfach. Mir ist in den letzten Wochen, Monat oder in den letzten Monat, war mir wirklich so nicht die Lust nach Videos. Natürlich habe ich Bock, wieder Videos zu machen, und da ist mein Körper auch gespalten. Denn zum einen möchte ich, zum anderen möchte ich nicht, weil es wirklich sehr viel Stress für mich ist. Vor allem mit Schule noch nebenbei, mit Freunden und so weiter. Es funktioniert einfach nicht so, wie ich es wahrscheinlich schon gemacht habe. Oder in den letzten, davor, vor meiner USA-Reise gemacht habe. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen runterregeln. Ich werde wahrscheinlich Counter-Strike-Matches aufnehmen. Das auf jeden Fall, denn Counter-Strike-Matches sind eigentlich immer ganz cool. Und werde wahrscheinlich einfach mal ein paar Projekte machen. Ich werde mir Spiele anhand nehmen und diese ein bisschen zocken. Ich werde wahrscheinlich auch keinen festen Stundenplan, keinen festen Aufnahmeplan haben. Und es wird wahrscheinlich so werden, dass ich einfach mal ein paar Projekte jeden Tag rausbringe. Nicht jeden Tag, vielleicht jeden Tag mal schauen. Ich werde mir Projekte nehmen und die releasen, wenn ich Bock und Zeit habe, und das wird sich wahrscheinlich auch so fortsetzen. Wenn ich dann mal wieder ein bisschen in diesen Modus reingekommen bin, dass ich wieder richtig geile Videos machen möchte, dann wird auch wieder mehr kommen, aber zum ersten wird erstmal weniger kommen. Ich werde wieder so langsam dann, wenn wir Counter-Strike-Matches, weil wir haben jetzt auch in den letzten Monaten keine Counter-Strike-Matches gespielt, wir haben jetzt erst vor ein paar Tagen wieder aktiv angefangen. Oder was heißt aktiv? Wir haben in den letzten Tagen wieder angefangen zu spielen, Counter-Strike. Und vielleicht führe ich dann auch mal wieder den Counter-Samstag ein. Das wird sich zeigen, wie oft und wie viel Bock wir auf Counter-Strike haben. Mein Clan und ich. Und ja, diesmal als kleines Update. Ich habe mir auch schon überlegt, wahrscheinlich wie ins Englische zu gehen. Wobei, da bin ich mir noch sehr unsicher, denn ja, ich meine, ganze Community ist deutsch, und ja, aber wenn ihr das seht, oder wenn ich das weiß, ob ich es machen möchte, dann werdet ihr es auch merken. Ich werde natürlich dann englische Videos machen, und ich werde auf jeden Fall auch ein Ankündigungsvideo machen. Bis dahin möchte ich auch euch erstmal in Ruhe lassen. Ich werde wahrscheinlich gleich mal ein kleines Projekt aufnehmen, und zwar also The Final Station. Ein sehr schönes Survival-Spiel. Sehr, sehr interessant. Und dann möchte ich mich mal beenden und sage mal dann tschüss, bis zum nächsten Video, sag ich mal. Ciao.